Noch hält sie den Brautstrauß fest umklammert. Doch der Gang durch ein Spalier von Polizisten macht klar, für die Braut wird das hier eine Hochzeit mit Hindernissen. Am Sonntagabend zog die Polizei im brandenburgischen Staffelde eine tschetschenische Hochzeitsgesellschaft aus dem Verkehr. In 7 Limousinen hatten sich die über 20 Personen auf der A24 ein Rennen geliefert. Doch im Landkreis Oberhavel war Schluss. Die Polizei stoppte den Konvoi mit einem Großaufgebot von 77 Beamten und 9 Polizeihunden. Ja, wir gehen jetzt erstmal von einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen aus. Aufgrund der Schilderung der Zeugen hier. Geschwindigkeiten wurden nicht eingehalten und riskante Überholmanöver durchgeführt. Ersten Angaben zufolge handelte es sich bei dem rasenden Autokonvoi um eine tschetschenische Tradition. Die Braut sollte von Hamburg nach Berlin überführt werden. Es wurde 3 Auto hingefahren nach Hamburg, Bräute abzuholen. Und wurden natürlich, junge Leute haben Kontakte und wurden noch 4 Auto dazu gekommen. Bei den beteiligten Luxuswagen handelt es sich um die Marken BMW, Audi, Mercedes und Porsche. Fahrzeuge im Gesamtwert von 250.000 Euro. Die 7 Wagen wurden beschlagnahmt, alle Führerscheine eingezogen. Die Braut wurde nach der Kontrolle von einem Bekannten im Auto abgeholt und nach Berlin gefahren. Für den Rest der Feiergemeinschaft ging es per Bus in Polizeibegleitung zum nächsten Bahnhof. Alle Fahrer müssen sich wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens verantworten. Je nach Falllage drohen Geld- oder sogar Freiheitsstrafen von bis zu 2 Jahren. Zudem könnten noch Ermittlungen bezüglich der Corona-Regularien folgen. Feierlichkeiten dieser Größenordnung sind derzeit landesweit verboten. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.